Oh, halt, da war Loot. Wir machen uns noch ein paar Heiltränke und so. Das ist wichtig. Hier hat doch noch was geleuchtet. Ja. Band des Drachen, was ist das? Der Band des Drachen. Mit Blick auf die Bruderschaft von St. Paulus Stola rate ich dazu, diesen selbsternannten Gelehrten sehr argwöhnisch gegenüberzutreten. Ja, die meisten von ihnen sind tatsächlich umgänglich und respektvoll, wenn sie sich uns nähern. Aber es wäre töricht für einen verschworenen Kreis wie den Ascalon Club, offen über unsere Ziele, Mitglieder und Bräuche zu erzählen. Ich möchte all unsere Mitglieder daran erinnern, dass die Bruderschaft selbst alt genug ist, um einige geheimnisvolle Traditionen zu pflegen. Laut einigen Informanten könnte eine dieser Traditionen ein Ritus namens der Bann des Drachen sein. Es scheint, als würden die Bürger von St. Paulus, wenn sie auf einen besonders gewalttätigen oder blutrünstigen Unsterblichen treffen, diesen Fluch anwenden. Was er genau ist, ich weiß es nicht. Existiert er wirklich? Ich weiß es auch nicht sicher. Ich weiß allerdings sicher, wann immer ein feindlicher, rachsüchtiger Vampir London heimsuchte, verschwand er spurlos, nachdem die Bruderschaft den Fluch gegen ihn richtete. Der treue Fergal Banshar war selbst nie dumm genug, die Bruderschaft offen zu provozieren. Die Lektion, die wir lernen müssen, ist, werdet nie von der Bruderschaft als Drachen angesehen. Aus Die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was soll das? Keine Ahnung. Oh, hier ist nochmal Loot. Oh, cool. Zweimal Regenerationsserum einfach so gekriegt. Nice. Einfach, bitch. So, was muss ich jetzt? Ach, nach Whitechapel. Leuchtet da was? Oh, da ist noch so ein Hoodledoo. Hallo. Der blockt. Ach, das mit die mag ich nicht, diese Skulls oder wie die komischen Mistviecher heißen. Die kann ich ja gar nicht leiden. Die wurde aufgeschlossen. Nice. Ich muss jetzt nach Whitechapel. Nach Blanchapel. Oh, was bist du? Was bist du? Oh, okay. Wieso läuft denn der einfach hier so öffentlich rum? Ist das erlaubt? Ich finde, von den Kackviechern gibt es zu viel. Ich möchte nach wie vor, wäre das echt cool, als Szenario... Oh, was? Der hat Level 13. Oh, du Fuckidi. Na, schnell weg. Ich muss hier weg. Wie sprinte ich nochmal auf B gedrückt halten, ne? Oh, wow, 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 wow. Ja, leck mich am Arsch. Wir gehen nochmal. Wir haben 1900 Punkte, wir müssen skillen. Puh. Och. Ausdauer, fuck die. Oh, das ist ja blöd, wenn die immer wieder spawnen. Wo ist denn jetzt das Hospital? Ich hab's schon wieder vergessen.
Hier ist es doch. Also wie gesagt, ich fände es cooler, wenn ich der Einzige wäre oder halt mit der Einzige Vampir. Und dann so ganz geheim, darf das keiner entdecken und ich muss da überall durch London laufen und kann hier Leute schlachten. Das fände ich cool. Weil so ist es ja so ein bisschen, ne? So, wenn da und so viel Skulls und so ein Scheiß rumläuft, das ist da nur Stress. Level 13 ist halt schon hart, die machen mich halt rund. Aber ich muss halt eigentlich schon dahin. Eigentlich schon. Aber wenn ich nicht mal über die Brücke komme, weil ich Level 13 nicht schaffe, ist es halt schon doof. Ne? Der läuft ein bisschen komisch. Entschuldigung. Was ist denn hier? Ist es schon immer so? Mini-Balkonie? Halt, können wir irgendwas? Herstellung. Ah ja, ja, ja. Das finde ich gut. Schlimm. Ich kann bloß 2 von 2. Oh nein. Was haben wir hier noch? Behandlung gegen Erschöpfung. Gegen Blutvergiftung. Lungenentzündung. Wir machen mal hier noch eins. Erkältung. Und eins davon. Oh, die sind so teuer. Warte, wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Was brauchen wir hier noch? Aber das habe ich doch schon, hätte ich gedacht. Wir brauchen noch einmal Aluminiumpulver. Kriegen wir das vielleicht da irgendwo raus? Nee, ne? Nee, aber hier, das können wir nochmal nehmen. Das hier. Nee, da nicht. Aber wir können mal hier gegen Blutarmut einmal machen. Haben wir ein paar Mittelchen. Kann ich das noch irgendwie pimpen? Ah, brauche ich auch Aluminiumpulver, das ist doch scheiße. Das ist doch kacke, Mann. So, was können wir noch skillen? Autophagie. Um Schaden sofort zu heilen. Barriere. Oh, erhöht die Ausdauer. Ja, das habe ich doch gesagt, dass ich das brauche. Also hier. Das machen wir mal. Und würde ich gleich nochmal machen. So, was machen wir noch? Biss. Ich habe ein Biss irgendwie. Erhöht die Regeneration meiner Lebenspunkte, wenn ein Biss im Kampf verwendet. Das verwende ich leider so selten. Sarah, Anzahl der Kugeln. Ah, da brauche ich Stufe 10. Okay, was ist das? Schattennebel. Schattenwolke an deinen Füßen oder den deines Ziehs. Nach kurzer Zeit explodiert die Wolke. Wie viel Schaden macht es? 200. Was? 250 Schatten? Oh, ich probiere es einfach mal aus. Der Vampir umhüllt sein Opfer mit Schatten, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Diese Explosion fügt allen im Umkreis mit nadelgleichen Speeren Schaden zu. Viele Vampire verwenden diese Fähigkeit, um Gegnergruppen aus der Entfernung auszuschalten. Sie glauben, uns mit ihren Werkzeugen herausfordern zu können, doch niemand kann den Schatten trotzen. Cool, mach ich. Oh, jetzt bin ich Level 10. Scheiße. Wut, du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Das ist wie in WoW vom Schurken des... Ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber der springt auch hin und her. Das ist Abgrund. Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Zieles. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Boah, das muss ich als nächstes lernen, ne? Und du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen.
bis es wuchtig explodiert und dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Geil. Ach cool, ach cool. Das ist geil. Die folgende Nacht. Plimp. Okay. Mortimer Goswick. Brumm. Brumm. Oh, Status des Bezirks bedenklich. An die Bürger Londons. Ausgangssperre. Offizielle Gesundheitswarnung. Die Ausgangssperre wird um 21 Uhr durch das Läuten der Kirchenglocken verkündet. Allen Bürgern ist es verboten, bis 5 Uhr morgens auf die Straße zu gehen. Bis auf Weiteres gilt, eine Sperrstunde wurde für die gesamte Stadt verordnet. Alle müssen Masken tragen, um die Verbreitung der Infektion zu stoppen. Sollte eines der Mitglieder Ihres Haushaltes erkranken, informieren Sie sofort die Behörden. Wegen der Ausgangssperre nicht nach 21 Uhr geöffnet. So, jetzt bin ich die richtige Richtung wohl gegangen, so wie es ausschaut. Ich hoffe, hier sind nicht so High-Level-Motherfucker. Das hört sich so an. Was kannst du denn? Du Scheiße, warum? Warum hat der Saftsack Level 18? Ich glaube, es hackt. Die werden ja immer schlimmer. Alter Falter. Gibt's hier irgendwas Feines? Komm schon, warum konnte ich denn da reingehen? Doch nicht wegen 5 Schilling. Scheint aber fast so. Was ist das für ein Quatsch? Ist halt nicht gut, dass sie schießen können, ne? Ah, shit, regeneriert er ja. Kurz warten. Oh! Ach, komm. Ach, ich hätte ja noch Heilungsdinger. Ich bin doch ein Volldepp. Aber ich mach... Moment, ich mach jetzt was. Jetzt beschieße ich den gleich. Moment, das war aber so nicht ausgemacht. Hä? Auf was zielt er denn? Ach komm schon. Alter.
Aber ich habe doch so neue Fähigkeiten. Wie benutze ich die denn bitte schön? Muss ich die irgendwie... Muss ich aber nicht ausrüsten, ne? Doch, muss ich. Oder? Das ist Gerinnung. Was kann ich dafür machen? Was ist das hier? Ah, Sprung. Ich nehme mal hier den Sprung rein. Und ultimativ kann ich noch nicht. Und was hatte ich noch? Schattennebel. Wie ich den mal aus. Ha, bin ich doch ein schlauer Bubi. Ist das das Haus, wo wir schon mal waren, oder? Ja, nee. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Was gibt's hier? Verteidigen Sie unser aller Freiheit. Treten Sie der königlichen Flotte bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim Rekrutierungsbenöner. Oh, Aluminiumpulver. Nice. Was gibt's hier oben? Außer eine kaputte Tür. Ach, ein Unterschlupf. Nice, so mad. Was gibt's hier noch? Cool, können wir schon was basteln. So eins natürlich nochmal. Das auch nochmal. Was ist das hier? Das auch, danke. Ah, scheiße. Habe ich falsch gemacht. Es ging, glaube ich, darum. Hier, jetzt hat. 10 Schaden oder weniger aus. Ich mach mal mehr Schaden. Geht nicht. Warum nicht? Das heißt aber das oder das. Wie kann ich das denn jetzt noch weiter aufwerten? Hier könnte ich mal. So. Stufe 2. Stufe erhöhen. Ach so, hier dann nochmal. Oder? Da brauche ich noch. Nee, Schmarrn. Gewöhnliche Machete und die hat diese Inhaltsstoffe. Ja, aber kann ich das jetzt nicht weiter erhöhen oder? Brauche ich dann noch ein Level 9? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, hier sind doch bestimmt noch Mobs, oder? Ja, da zum Bleistift. Die zwei gingen ja jetzt voll in die Hose, die zwei Moves. Oh ja, so ist natürlich gut. Ach nee. Oh nee. Wer bist denn du jetzt schon wieder? Roger, die Mauer. Was soll denn das sein? Fuck, ist wieder ausgelockt, die Sau. Na, nicht der da unten. Hä?
Ach komm schon, du mit deinem Piff-Paff. Nein, auch noch daneben. Alter Schwede, bin ich scheiße. Oh, zu spät. So. Also wenn man ein bisschen aufpasst, geht's. Aber trotzdem die zwei Moves, was ich gelernt habe. Gut ist mit dem Explodieren, wenn es klappt, macht echt gut Damage. Aber das mit dem Anspringen, ich verstehe es nicht. Das macht irgendwie gar kein Damage. Das muss ich nochmal ausprobieren. Das ist lame. Das ist wirklich lame. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ja. Ja, mir braucht sie bla bla scheißen Kack. Interessiert doch keine eure Sau. Komm ich überall nicht hinein? Oh, hallo? Ach, der ist schon im Arsch, ne? Ja, schaut so aus. Oha! Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Ich hab's nur gehört. Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Oh, der hat fast kein Hirn, geil. 300, nicht so viel. So, ihr Leben in London. Erzähl mal ein bisschen, boy. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Ja, hast du denn keine Familie? You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert Smaller. She was sick, you see, long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Okay. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick. Broken, my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Ja, persönlich, ne? Warum haben sie auf diesen Jungen geschossen? Das würde mich auch mal interessieren. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Was? A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir.
Goodbye for now. Wie mesmerisiere ich jetzt den nochmal? Na, ich muss gucken, ich habe schon so lange keinen mesmerisiert. Muss ich gucken, wie das war. Medizinische Vampirsinne. Ausweichen gedrückt alles, ne? Scheiße, steht hier nicht, ne? Oh, fuck, wie ging denn das? Ging das jetzt hier? Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Mesmerisieren. Achso, LB. Ach, im Gespräch geht es ja. So. Wo ist es denn? Wo ist denn niemand? Ist hier unten vielleicht niemand? Können wir mal gucken? Ich dachte, da ist einer, aber der ist schon im Arsch. Loslassen. Momentan kann ich nur loslassen. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher, ob ich dann zur Auswahl habe, nur loslassen oder... Ach nee, hier, was? Ah, da wird mir doch angezeigt, wo ich hin muss, genau. Weil, der Herr Reed, der Herr Jonathan Reed, der hat einen kleinen Durst. Du. Anymore. I died in this trench a long time ago. Oh, schau, jetzt bin ich sogar gleich richtig. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. What? To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Ja, ist doch Quatsch. Ich geh einfach rein, zeige ihm meine scharfen Zähne, scheiß er sich in die Hose. Das verstehe ich halt nicht. Wieso habe ich eigentlich keine scharfen Eckzähne? Das wäre doch cool. Hier ist irgendwie so... So, Alarm. Ja, und wie mache ich das jetzt? Bitteschön. Bitteschön, ich würde es gerne wissen. Muss ich jetzt irgendwie außenrum... Hey, Dorothy Crane. Da komme ich nicht hoch, da komme ich auch nicht da durch. Ist ja wie, echt wie Dark Souls, ne? Oh, Feder, auch nicht schlecht. Wie mache ich das jetzt? Untersuche die Taten des Bürgers. Ja, also... Können wir lachen. Der ist ja nicht anzutreffen. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Der petzt jetzt bestimmt. Strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions?
Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. Ich hab doch gesagt, ich bin Doktor. He's tracking me just downwind. Ich hab doch gesagt, ich bin Doktor. Wieso hat er das jetzt nicht erwähnt, der Volldepp? I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Guten Abend, Black Moon. Nearby the church they just mentioned. Also, nee, der ist auch ein Dödel, dieser Petrescu. Der hätte bloß sagen müssen, da war so einer, der behauptet, er wäre Doktor. Dann hätte sie ja schon gewusst, was los ist. Was ist hier los? Wieso gibt's... Don't be afraid. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. Oh, ist klar. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Gut, so erzähl mir was über London. Wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Okay, etwas Ungewöhnliches bemerkt der Herr. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Die Gewalt nimmt zu, was? Was hat der für ein Hirn? Was, der hat vier? Violence is increasing. What? Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Wurden Sie denn verletzt? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Okay. Persönliche Fragen hätte ich. Nee, hätte ich nicht. So, was ist mit Dorothy Crane? Ich möchte gerne wissen, wo die Frau ist. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Sie ist eine gute Schwester, klar, beschuldigen Sie die Migranten. Sie versucht nur zu helfen, das möchte ich alles nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, boah, red weiter, leck mich doch. Ich sag's nur ab. Ich sag das klar, beschuldigen Sie die Migranten? Sie Rassist. Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job than the lazy natives of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Auch Rumänien wahrscheinlich. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Okay, handeln würde ich gern. Show me what you have. Show me what you got. Scheiße. Ach, 9 pro Stück? Boah, ne, ich kauf nichts bei dir. Habt ihr nicht was zu verticken? Schon mal. Einfach Ehering, der Clay Cox gehörte. Komm weg damit, Brocke, Mensch. So. Was ist mit dir? Finde Clayton in dem Bereich. Ah, mit dem kann ich auch reden. Dann mache ich noch mal kurz Pause. Bevor wir jetzt mit dem reden, mache ich noch mal kurz Pause. Hello. Hier, Musik, 7. So. Wer ist das? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed. Schau mich mal an, wie geil ich bin. I'm Joe Peterson to some. Oh. But Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir.
Kann es sein, dass meine Augen viel röter werden und mein Gesicht viel mehr blutiger, wenn ich mehr Leute beiß? Geil. So, was machen Sie denn hier, Sie Lappen? May I ask what you do around here? I do whatever I want and sometimes even more. Sod off. Scheiße, der hat 3 Fuck. Wie kann ich denn das eigentlich pimpen? Mesmerisieren, muss ich mal gucken bei Gelegenheit, weil den würde ich gern beißen. Den Arsch. Jetzt immer mal. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Drangsalieren Sie hier, Leute? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Die Wet Boot Boys. Überleben ist ein Naturgesetz, sie hätten sich weigern können, sie sind ein Krimineller. Ja, das ist korrekt. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Hä? Scheiße. Ja, was ist mit der Dorothy Crane? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Uh-huh. Goodbye, Mr. Peterson. Okay, ich finde Clayton. Clayton, Joe Peterson, Barrett Lewis. Sonst sehe ich da keinen. Oh, doch, hier. Hey, hallo.